Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu The Binding of Isaac Rebirth Version 1.022, wie immer, Teil 1. Und wir haben in der letzten Folge die Challenge When Life Gives You Lemons erfolgreich beendet, deswegen machen wir die 13. Challenge Bohnen, beziehungsweise Beans. Ja, gehen wir einfach mal rein. Und ein Pentagramm. Oh, nein, wir können nicht schießen, weil wir blind sind. Okay, schön, wir können nicht schießen, dafür haben wir 99 Bomben. Anscheinend sollen wir mit Bomben Schaden machen. Wir haben hier oben die Bohne, die nur eine Aufladung braucht. Damit können wir auf jeden Fall Schaden machen, weil wir dann pupsen. Dann haben wir die 9-Volt-Batterie, die macht, dass unser Space-Item... Wir können die ganze Zeit pupsen! Nice, okay, wir können die ganze Zeit pupsen. Dann haben wir noch die schwarze Bohne, wie es aussieht. Die macht, dass wenn wir getroffen werden, dass wir auch pupsen. Dann haben wir noch die Scheißbomben. Und halt das Item, dass wir 99 Bomben haben. Und wie es aussieht, dürfen wir dann wohl nur Schaden machen. Mit Pupsen. Okay, das geht nur mit der Zeit. Oh, das ist ja schlecht. Oh, das wird eine schreckliche Challenge. Gut, wir können nur pupsen und mit Bomben Schaden machen. Aber wenigstens sind das diese Kotbomben, die alles so eindüngen. Immerhin etwas. Aber das wird nervig werden. Immer weglaufen vor den Gegnern. Oh, weia. Ja, dash du mal. Bitteschön. Hoffentlich stirbt er davon. Danke. Oh nein, wir müssen warten. Nein. Achso, und wir würden bekommen das Trinket Burn Penny. Das kennen wir noch aus dem alten Isaac. Könntet ihr beide bitte mal zusammenkommen, damit ich euch beide anfurzen kann? Ach, dann nicht. Und das macht, dass wenn man Geld einsammelt, man... zu einer 50-50-Chance Bomben bekommt. Also wenn man Geld einsammelt, dann ist die Chance 50%, dass Bomben droppen. So. Da hätten wir einen Shop, aber wir haben gar kein Geld. Das heißt, das bringt uns gar nichts. So, hau mal bitte nicht vor uns ab. Ich will dich nämlich anfurzen. Nein, dir spawnt einfach ganz viele Spinnen. Wie doof ist das denn jetzt? Okay, nee, das ist mir zu blöd. Hier, eine Bombe für dich. Oh, danke. So, du bist benebelt. Nein, 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 warte. Komm her. So, stirb dran. Oh Gott, diese Challenge. Das wird überhaupt nicht schön. Das wird sehr unschön. So. Ist auch blöd, dass man immer so lange warten muss. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, dass wir so sau viele Bomben haben. Mit denen wir auf jeden Fall auch was anfangen können. Hier haben wir noch eine Batterie, die bringt uns leider gar nichts. Ah, wieso sind wir denn blind? Gibt es so ein Item wirklich? Das wäre ja schrecklich. Sammelst du das ein und kannst einfach nichts mehr machen. Lol, der Scheißhaufen ist einfach auf unserem Hintern drauf. Ja, cool. So, komm her, bitteschön. Jetzt müssen wir nochmal warten. Oh, das wird ja ewig dauern. Na gut, gucken wir uns den Raum an. Was haben wir denn hier Schönes? Da haben wir einen Riss mit einem Ninja-Stern oben drauf. Hier haben wir einen schönen Kackhaufen. Der stammt aus den 80ern. Ich habe ihn dran gerochen. Der hier stammt übrigens aus den 70ern. Der ist ein bisschen älter als der andere Stein. Aber wir haben diesen Raum jetzt geschafft, deswegen können wir in den nächsten. Hier haben wir einen blauen Stein. Der ist auch sehr schön. Mit dem kann man Sachen aufsprengen und alle Gegner ein bisschen benommen machen. Obwohl der Geruch sehr schön ist, habe ich gehört. Da kriegen wir sogar noch eine Bombe. Ja, schön. So, kommt mal alle zusammen. Alle einmal treffen, bitte. Alle einmal treffen. Sehr schön. So. Die sind gar nicht so schrecklich, wenn sie einen verfolgen. Das ist sogar sehr schön. Dann kann man sie wenigstens zu den anderen Gegnern hinpacken. So. Alle bitte mal folgen, alle hierher, alle mal hierher kommen bitte. Dankeschön. So, sehr gut. Immer bei der Gruppe bleiben. Aha, wir laufen um dich rum. Ja, was machst du jetzt? Jetzt bist du verwirrt, hä? Ja. Hui. Ist das eine blöde Challenge? So, danke. Was kriegen wir hier? Bolts of Steel. Na, immerhin kriegen wir ein paar Leben. Hallo, Gemini. Das ist unser erster Boss. Aua, oh nein, er ist schnell leer als wir. Oh, das kann ja ewig dauern. Achso, wir müssen Namen besiegen. Das ist am Ende. Oh, weia, das wird auch schrecklich.
Das wird alles schrecklich. Diese ganze Challenge wird schrecklich. Nein, ich habe dich getroffen. Oh. Okay, das ist mir zu blöd. Du kriegst gleich eine Bombe in deine Fresse, da. Haha. Nimm das. Und das. Hat nicht getroffen? Gut, dann komm her. Hä, wie blöd ist das denn bitte? Kann das Böhnchen nicht mal sich schneller aufladen? Das wäre ganz schön. So. Hoffentlich stirbt er dran. Sieht aber eher nicht so aus. Nee. Na gut, komm, wir tanzen ein wenig. Yay! Immer um den Kreis herum. Immer um den Stein herum. Im Kreis herum. So, daran stirbt er jetzt wohl. Danke. Ein Item. Shot Speed und Damage Up. Ja! Yeah. Hoffentlich bringt das auch was mit der Bohne. Wäre ganz schön, wenn das auch ein Damage Up wäre. Was kriegen wir hier Schönes? Immerhin zwei Herzen. Gut. Mann, was für eine scheiß Challenge es ist. La 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 la. So, könntet ihr bitte einmal zusammenrücken? Nicht? Wollt ihr nicht? Okay, dann machen wir das so. Verdammt. Hm, was hätten wir hier? Die Bibel. Damit könnten wir Mom sofort besiegen. Aber dann haben wir nichts mehr, was Damage macht, außer die Bomben. Und ich weiß nicht. Doch, ja gut, wenn wir gegen die laufen, dann machen wir auch Schaden. Aber ich weiß nicht, ob 92 Bomben ausreichen, um bis zu Mom zu kommen. Aber die Bibel ist natürlich auch geil. Dann müssen wir nicht gegen Mom kämpfen mit diesem Kack hier. Hm. Wir gucken einfach mal weiter. Ja, da wurde ich wieder angeschrieben. Ich habe gesagt, ich wollte es eigentlich ausschalten, habe ich aber nicht gemacht. Ha! Können wir noch eine Bombe wieder? Sehr schön. Wieso gehe ich hier rein? Ich will hier nicht rein. So, au. Ja, ist die Frage. Lang 91 Bomben ist eine Menge. Das ist echt eine Menge. Ah, ich überlege es mir, bis wir beim Boss sind. Ob wir die Bibel mitnehmen wollen oder nicht. Wir kriegen ja auch mit der Zeit immer wieder Bomben dazu. So ist es ja nicht. Und man hört wahrscheinlich meine Hunde. Macht nix. Sollten wir noch... Ja, hier wäre der Burnt Penny nämlich ein gutes Trinket gewesen, weil wir dann immer wieder Bomben dazu bekommen würden. Aber wir kriegen ja auch so Bomben. Ah, ich bin mir unschlüssig. Ich weiß es nicht. Oh, warte. Die können wir doch alle in eine Ecke drängen, oder nicht? Alle bitte mal in eine Ecke. Danke. Die machen sich sogar selber tot. Auch nicht schlecht. Jetzt müssen wir nur aufpassen wegen den Fliegen. So. Sprengt euch bitte selber in die Luft. Alle in eine Ecke oder selbst in die Luft springen. Ey. Ey, ich bin euer Hirte hier. Alle in eine Ecke. Was tut ihr? Oh Mann, jetzt sind nur zwei gestorben. Ih, die lassen auch noch diese blöden Fliegen frei. Na toll. Hilfe. 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 Oh nein. Hilfe. Ah. Oh mein Gott. Okay, hier. Sterbt. Alle. Du auch. Du musst auch dran glauben. Es tut mir leid, aber es muss sein. Au. Au. Das ist ein blauer Stein. Hallo, blauer Stein. Okay. Bringt uns jetzt leider nichts mehr. Und es ist Monstro. Das kann ja dauern. Wow. Wie viel haben wir abgezogen? Ein Zehntel? Heißt das, wir müssen 10-mal unser Bühnchen einsetzen? Da. Oh, was auch schön wäre, wäre irgendein Item, dass wir eine Spur hinter uns herziehen. Dass die irgendwie Schaden macht. Ja, das wäre schön.
Wow, okay, das wird ewig dauern. Hier, nimm das! Okay, dann nimm's nicht. Dann nimm das. Unsere Bomben machen einfach viel mehr Schaden. Komm, wir besiegen ihn jetzt einfach mit Bomben. So. Danke. Und was gibt's uns Schönes? Eine Nagel. Hier ist uns Shot Speed Up. Ja, bringt uns richtig was. Das kriegen wir hier. Immer ein blaues Herz und ein paar Pillen. Meat, Luck Up und Luck. Ja, okay. Gut. Luck Up und Luck Down. Was haben wir hier sonst noch so? Gar nichts. Sollen wir jetzt die Bibel mitnehmen? Warte, wir sind in der. Wissen wir nicht eben, ne? In der zweiten wahrscheinlich. Ja, wir nehmen es nicht mit. Wir besiegen Mom auch so. Ja, wir sind jetzt in der dritten. Hätte wahrscheinlich nicht gelangt mit den Bomben. Dann wären wir bestimmt ganz schön weit gekommen. Oh nein, die explodieren doch. Das sind die Explosionsdinger. Wusste ich doch. Hä, wie soll ich denn da jetzt rüberkommen? Das geht doch gar nicht. Ich komme da nicht rüber. Ich muss mich raussprengen. Ich komme ja nicht an. Hä, ich kann mich nicht raussprengen, ganz ehrlich. Ja, dann ist die Challenge jetzt kaputt, oder wie? Nee, gut. Achso, die Bomben machen auch Schaden, okay. Interesting to know. Really. Really, really interesting. Plupp. Auf jeden Fall haben wir 9 Leben. Das ist doch auch was Schönes. Niemals, ich gehe hier in die Ecke. Hier triffst du mich nicht. Na gut. Blöd, Mann. Oh, bitte nochmal so. Warte, warte, warte. Bleibt so. Nein, was tut ihr? Alle beieinander stellen, bitte. Ich muss einen guten Augenblick abwarten. Wie zum Beispiel der. Die müssen tot sein. Nicht? Ach, komm schon. Ich muss dir einfach... Ah, gut, hier, bitte. So, sind 2 schon mal tot. Immerhin etwas. Und du stirbst dann auch bitte mal. Sollte tot sein. Danke. Und natürlich noch Larry. Jo. Gut, komm mal her. Hoffentlich sind alle seine 3 Gliedmaßen jetzt vergiftet. Stirb! Danke. Musste das sein, dass du noch ein paar Gegner spawnst? Na toll. Hallo Envy. Das wird auch Spaß machen, Envy mit einem Böhnchen zu besiegen. Wird nicht treffen, oder? Doch! Oder nicht? Hat, glaube ich, doch nicht getroffen. So. Wie, er ist nicht vergiftet? Nee, ganz ehrlich. Ich muss den auch noch besiegen. Ich komme hier einfach nicht raus. Wow. Das wird eine Ausweis-Action vom Feinsten werden. Ah. Und wie war euer Tag so? Ist die Luftfeuchtigkeit bei euch auch so toll? Ja, 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 ja. Ich habe heute noch gar nichts gemacht. Ist das nicht toll? Ich habe mich rumgeärgert mit blöden 60 FPS. Das habe ich getan. Mehr nicht. Hui. Und dann habe ich geweint und mich in die Ecke gelegt. Gibt's nicht irgendein Item, dass das Space-Item einfach schneller aufgeladen wird? So, das muss ich jetzt irgendwie gut machen, dass ich mehr als 2 auf einmal krieg. So, das... Ah, das war trotzdem gut. Ich kann mich nur noch in Zeitlupe bewegen. Nein. Haha, beide getroffen. Noobs. Ihr Noob-Dinger, haha. Ich mache euch alle fertig mit meinem Bötchen.
Hua, hiu, ha, cha, chu. Bombe. Plum. Alle, nein. Ah, wenn sie so benommen sind, dann kann ich sie nicht mit meinem Böhnchen vergiften. Das ist ja richtig doof. La 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 la. Köpfe kreisen, Köpfe kreisen. Aber die treffe ich auf jeden Fall alle drei gleichzeitig. Sehr schön. Hat ja auch fast nicht lang gedauert. Oh. Wämpchen. Plup, plup. Schön. Was wollen wir mit Geld? Was aber richtig gut wäre, wäre dieses Brimstone-Baby. Wenn wir das irgendwo herbekommen würden, dann hätten wir wenigstens irgendwas, was Schaden macht, außer das Böhnchen. Ja, das Brimstone-Baby wäre richtig gut. Oh nein, diese Stelle heizt hier. Was soll ich tun? No. Vielleicht eine Bombe legen. Oh, die war richtig gut. So, die sollten sterben. Oder? Nicht? Gut, setzen wir noch eine Bombe. Ja, gut. Wo ist wohl der Boss? Tralalalala. Wo ist wohl der Boss? Tralalalala. Geh weg. Ach, das macht nicht mal den Scheißhaufen auf. Ja, super. Ma. Aber hier haben wir auf jeden Fall einen Shop. Und das gibt uns nur ein neues Trinket. Dann kaufen wir das blaue Herz und die Bombe. Bomben können wir gebrauchen, auch wenn wir noch 79 haben. Geht weg, ihr Fliegen. Das ist mein Scheißhaufen. Hm. Wow. Sterbt ihr jetzt wenigstens? Nein, natürlich nicht. Hui. Im Kreislauf macht so einen Spaß. Das ist echt eine richtig blöde Challenge, ey. Boah. Ja, hi. Ich gehe einfach zum Boss, wenn du mich durchlässt, danke. Pestilenz. Yay. Wir müssen nah an ihn rangehen. Komm bitte her. Oh. Gut, ich werde die Bosse auf jeden Fall mit Bomben vernichten müssen. Weil es sonst einfach viel zu lange dauert. Ja komm, jetzt bleib stehen. Geh in meine Bomben rein. Dankeschön. So, ein Bömmchen müsste er tot sein. Genau. Und natürlich spawnt er noch eine Fliege. Geh weg, du Fliege. Bitte, geh weg. Oh nein, sie kommt immer näher. Oh nein. Ah! Oh, wenigstens ein Ball of Bandages. Dann können wir wenigstens mit irgendwas Schaden machen. Und unser erster Engelsraum, in den wir mal was mitgenommen haben. Auch schön. So, wir sind tatsächlich schon in der vierten Ebene. Obwohl das einfach so ein blöd... Na, nein. Gut. Du musst sie töten, kleiner Ball. Damit kann ich arbeiten. Mit so einem Ball kann ich arbeiten. So. Hier ist wenigstens ein bisschen schneller. Sehr schön. Ah. So. Doch, doch, so ein Ball ist super. Ja, so eine Challenge sollte es geben, wo man nur so einen Ball hat. Das wäre witzig. Oh, er ist nicht gestorben. Hartnäckiges Kerlchen. Aua. So, der ist aber tot, oder? Nicht? Oh. Stirb gefälligst an meinem komischen Ball. Verdammt. Egal, wir haben noch genug Leben. Daran soll es nicht scheitern. 6 Leben haben wir noch, wenn wir hier wieder rausgehen.
Ja. Nun gut, nun gut, nun gut. Folge ist schon über 20 Minuten lang. Ah. Fuck. Gut, das läuft gerade nicht so, wie ich das geplant hatte. Überhaupt nicht. Oh, fuck. What the... Yo! Zieht mir einfach noch mehr Leben ab. Blöd, Mann. Die sind ja richtig schlimm, wenn man nah an sie ran muss. Wir gehen auf jeden Fall in die Arcade. Hallo. Oh nee, Fliegen sind tödlich. Gut, hat uns also auch nichts gebracht hier. Na, immerhin zwei Schlüssel. Ja, gut. Machst du nix, ne? Der stirbt doch hoffentlich. Komm schon. What the f... Ich hab vergessen, dass ich den Ball hab. Ich muss den Ball benutzen. Explodier, bitte. Aber nicht bei mir in der Nähe. Wow. Na gut, wenn ich ihn mit dem Ball töte, ist auch nicht gut. Hä, wie soll ich denn hier vorbeikommen? Jetzt muss ich gleich wieder eine Bombe einsetzen, oder wie? Okay, er hat's für mich gemacht. Ah ne, hier unten. Ich will in den Shop. Aber das macht ihn ja gar nicht... Doch, macht das, okay. Nur beim Scheißhaufen war es nicht so. Okay, 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 ich weiß Bescheid. Das nehmen wir mit, das nehmen wir auch mit. Das ist ein... I can see forever. Wir können in alle Geheimräume. Wo ist denn hier bitte ein Geheimraum? Geheimraum? Hallo? Auch keiner? Hä? Es gibt gar keine Geheimräume. Doch, da! Hallo? Ein Schlüssel. Wir haben genug Schlüssel für dich. Du kannst ein paar haben. Gib uns bitte das Baby mit Brimston. Oder pack uns... Ja! Ein Lebensupgrade mehr. Willst du noch ein paar mehr Schlüssel? Da. Kannst du alle haben. Bringt uns nichts. Nehmen wir trotzdem mit. Oh nein. Warum? Nee, darauf habe ich jetzt wirklich keine Lust. Geh auf. Tschüss. Wow. Na, wenigstens ist hier der Boss. Das ist nicht der. Das ist gar nicht der Boss. Wo ist der Boss? Ich will zum Boss. Ich will hier nicht mehr sein. Bitte, irgendwo der Boss. Ich will doch nur zum Boss. Was will ich mit Geld? Ich will zum Boss. Ach, tschüss, tschüss. Ich kann da nicht rein. Oh nee, geht weg. Gut, der stirbt wenigstens. Du bist auch gleich tot. Du bist der Nächste. Mach dich gefasst. Au. Was haben wir hier immer? Ein schwarzes Herz. Das ist doch was Schönes. Das macht wenigstens Gegnern zu Schaden. Schaden zu Gegnern. Reg dich ab. Ich hab dich nur vergiftet. Natürlich. Einfach Gürdi. Alter, hier. Nimm all meine Bomben. Nimm sie einfach alle. Einfach der Boss mit den meisten Leben. Du willst mich doch verarschen. Und wir können einfach nur diese blöden Bomben hier hinpacken. Naja, wir haben ja genug. So, der ist tot. Die töten wir mit den Ball. Und wir kriegen noch ein Lebensupgrade, sehr schön. So, sind wir jetzt in der Marm-Ebene, bitte? Oder ist das... Nein, das ist noch eine Ebene davor. Oh mein Gott. Oh mein Gott.
Ah, es sind zwei Kisten. Nein, machen wir nicht. Ich hätte gerne einen Kompass oder so. Das wäre schön. So, hier, The Hermit. The Hermit. Hallo. Nehmen wir das einmal mit. Noch eine Pretty Fly. Sehr schön. Haben wir zwei Sachen, mit denen wir Schaden machen können, oder? Kann man mit einer Pretty Fly Schaden machen? Ich glaube schon. Kann man? Ich weiß das nicht. Oh. Nee, scheinbar nicht. Scheinbar nicht. Aber mit dem schwarzen Herz kann man auf jeden Fall Schaden machen. Boss. Wir nehmen lieber. Ne, wir nehmen den großen Raum hier. Und da ist der Boss. Wir dürfen uns jetzt nur nicht rauscatchen lassen. So, bitte sterbt beide. Bitte. Danke. Sind beide gestorben? Hoffentlich. Gut, euch hasse ich aber. So. Die sterben einfach nicht, war ja klar. Dann nimm das. So, zwei sind tot, drei sind tot, einer fehlt noch. Wir warten hier kurz. Aus der Reichweite. Aus den Augen, aus den Sinnen. Hä, ich dachte, der verfolgt einen. Aber anscheinend erst ab einer bestimmten Reichweite. Interesting to know. Bitte stirb. Wieso braucht Isaac auch so lange, um wieder zu pupsen? Das kann doch nicht sein. Der sollte mehr Bohnen essen. So, hallo Boss. Loki, natürlich Loki. Wer auch sonst? Gut, dass wir Bomben haben. Wie sich Loki einfach anhört wie ein Walross. Das gibt's doch gar nicht. Loki, spiel nicht immer Walross. Okay, das war einfach. Tears on Shotspeed Up. Und wir haben es endlich geschafft. Wir sind in der Marm-Ebene. Gut, müssen wir sie noch finden, denn ich gehe immer rechts. Keine Ahnung warum. Da oben ist noch so ein Ding. Dann nutzen wir einfach mal unsere Bombe, obwohl wir auch einfach unser Kügelchen benutzen hätten können. Aber was soll's. Ich versteck mich in der Ecke. Geh weg. Oh, wie in so einem Thriller. Er kommt immer näher. Oh nein, was soll ich tun? Oh, meine Waffe ist fertig. Ja, ich habe dich vernichtet, so. Wow. Okay, wir sind aber schnell genug, immerhin. Tschüss. Hier. Nimm das. Aha, wir haben dich doppelt getroffen, weil da noch dieser Stein war. Poison Touch, das ist auch gut. Okay, jetzt haben wir auf jeden Fall Marm besiegt. Mit Po. Da kommen wir nicht ran. Wir müssen uns raussprengen. Auf Wiedersehen. Na, auf Wiedersehen. Moment, da kriegen wir eine Bombe. Zwei Bomben für eine Bombe. Das, diesen Deal gehen wir ein. Hallo. Haben die ihn tatsächlich gelaggt? Habe ich das richtig gesehen? Als wir reingegangen sind, hat es, glaube ich, kurz gelaggt. Da. Ja, gut. Hier. Nimm. Nimm unsere drei Münzen. Nimm alles, was ich hab. Und spreng dich bitte in die Luft. Oh. Gib mir das. Hallo? Was kriegen wir? Was kriegen wir? Ich mag diese Räume. Wieso kriege ich die in letzter Zeit so oft? Oder kamen die mit einem. Nee. Kamen die mit einem Update? Ich habe nichts darüber gelesen, also glaube ich, dass eher weniger. Hallo? Tschüss. Boss? Kein Boss. Aber da könnten wir auf jeden Fall zweimal rüberlaufen. Wie cool ist das denn, wenn wir diesen Toten. Da kommt ein Totenkopf, wenn wir getroffen werden. Das hier auch witzig. Das ist mir davor gar nicht aufgefallen. Die Black Bean macht so einen Totenkopf. Ob das wohl auch kommt, wenn wir einfach nur so unsere Bohne einsetzen? Auweia. Stirb. Hört bitte einfach auf. Jo, es kommen einfach vier dieser Dinger. Komm her.
Einfach in den Stachel rein. Dankeschön. Immerhin können die sich mit den Stacheln töten. So. Die sahen alle gleich aus. Ich musste erstmal gucken, wer denn der echte ist. Boss. Komm, ihr sterbt ja wohl. Ja, okay. Nochmal zweimal ihr. Das muss nicht sein. Ich hau ab. Tschüss. Gut. Du stirbst ja wohl, danke. LOL! Er hatte keinen Bock mehr auf ihn, er hat ihn einfach selber vernichtet. Er hat sich so gedacht, ich bin hier der einzige Rotzspeier. Hau ab! Na gut, wir sind bei Mom. Das schaffen wir locker! Locker flockig! Wir haben Poison Damage! Und ganz viele Bomben, die wir überall hinpacken können. Aha! 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 Ich mach das jetzt die ganze Zeit so. So, bitteschön, bitteschön, da. Ich habe immer noch 23 Bomben. Und es funktioniert einfach. Oh mein Gott! Ah, oh, wieso ist der Raum nicht aufgegangen? Ich hätte gern diesen einen Raum. Nur mit einer Bombe vernichten würden tun. Okay. Guck, wir haben sogar volle Leben. Und kriegen, wie angekündigt, den Burnt Penny. Den Burnt Penny also. Ja, ja. Das war eine sehr komische Challenge. Macht ja nichts, haben wir geschafft. Nächstes dann It's in the Cards. It's in the Cards. Dadam. Da kann man wohl nur Schaden mit Cards machen oder was? Das wäre richtig schlimm. Slow Wall klingt auch interessant. Waka waka. Waka waka. Ey, ey. Gut, als nächstes kommt ja die 14. Challenge. It's in the Cards. Und dann würde ich sagen, bedanke mich fürs Zuschauen, liebe Leute. Vielen Dank. Vielen Dank, vielen Dank. Ja, ja. Bis zum nächsten Mal und tschüss.